Willkommen zu Soul Luster, Crown of the Magister. Crown, nicht Crowns. Es sind da nicht mehrere Crowns, es gibt nur eine Krone, ja. Krone des Magisters. Ja, das ist die Folge 1. Jetzt spielen wir das richtig. Ja. Ein Spiel von Tactical Adventures. Und wir haben ja letztens noch so rudimentär schnell mal unsere Charaktere erstellt, mit denen wir jetzt spielen wollen. Und jetzt geht's richtig los. Das heißt also, wer in der letzten Folge dabei gewesen war und das super langweilig fand, ja, das war Folge 0. Das heißt also, das ist nur eine Vorbereitung auf jetzt diese Folge, damit wir jetzt hier durchstarten können, ohne nochmal Charaktere zu erstellen. Nicht wundern. Ich muss mich hart räuspern momentan gerade. Na, also nicht wundern, jetzt geht's los mit dem wirklichen Spiel. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. So, wir beginnen mit dem Abenteuer Kronen des Magisters, so heißt das Spiel natürlich auch. Und wir haben hier nur diese Kampagne, das heißt also, wir werden mehr nicht erleben. Wie lange die dauert, keine Ahnung, aber das ist zumindest das richtige Spiel. Ob noch mehr kommen werden, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Wir spielen auf dem Modus authentischer Modus. Ich habe ja schon mal vorher so ein bisschen erklärt, dass man auch seinen eigenen Schwierigkeitsgrad erstellen kann. Wir spielen den authentischen Modus, weil das nämlich das Pen and Paper Regelwerk in Standardformat ist. Na, das ist so das, was ich jetzt sagen will. Wir können mittendrin, wenn es dann doch ein bisschen härter wird, immer noch runterstellen, damit das ein bisschen einfacher wird. Aber ich würde sagen, wenn schon Pen and Paper, dann wollen wir auch das Original erleben und dann nehmen wir halt diesen Schwierigkeitsgrad aus. So. Die neuen Reiche Solasters richten ihre Augen auf die Schreckensbande und deren Schätze. Doch Krieg ist nicht das Einzige, was dem Fürstentum Masgard droht. So quasi die kleine Beschreibung dieser Kampagne. So, wir wählen jetzt unsere Charaktere aus, die wir erstellt haben. Und da persönlich haben wir 4 Charaktere. Können wir auch alle irgendwie auswählen gleichzeitig? Oder kann ich nur einen zu zweit auswählen? Okay, wir wählen einmal den hier aus. Dann den hier aus. Und ist es der? Ja. Den hier aus. Nee, lol. Den hier. Muss ich hier rein switchen? Den hier. Und dann den hier. Wie wählen wir aus? Übrigens, das hier ist kein Zwerg, ne? Nur so ein kleiner Hinweis. Das ist ein Mensch. Der hat einen Bart. Man sagen können, okay, das ist vielleicht ein Zwerg, aber nein, das ist kein Zwerg. Also dieser Arias. So. Das sind unsere Charaktere. Und, Spiel starten können wir. Das funktioniert alles. Würde ich sagen. Dann gehen wir in das Spiel rein und gucken uns an, wie das so ist. Ich weiß nicht, wie das ist mit selbst erstellten Charakteren, ob wir da auch dieses besonderes, spezielle Tutorial haben, was jeden Charakter einmal so ein bisschen beleuchtet. Das ist bei den selbst erstellten Charakteren aber der Fall. Zumindest, was ich weiß, ist, dass jetzt gleich das Intro ein bisschen laut sein kann, weil das nicht an den Soundeinstellungen gekoppelt ist. Also nicht wundern, ne? Wenn jetzt gleich ein bisschen das lauter wird. Ah ja, stimmt, wir können ja noch unsere Helligkeit anpassen, aber boah, das können wir so lassen. Ich meine, ich sehe alles, das sehe ich so ganz schwach. Und das sehe ich ganz stark. Hier oben auch, ja, alles klar. Hinweise im Ladescreen. Kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis es fertig geladen ist. Aber eigentlich sollte das nicht so heftig lange dauern. Oh, schon vorbei mit Laden. So, klicke oder drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. Ja. Das da unten ist übrigens ein Button. Den kann ich sogar anklicken. Ich sehe die Maus halt nur nicht. Ich kann aber auch, glaube ich, irgendwo anders hinklicken. Also das ist relativ egal. Aber das ist ein Button hier unten, wo man auch hinfahren kann, weil die Maus hier ausgeblendet wird. Warum auch immer. Naja, wir klicken einfach mal. Before the Cataclysm. There were no gods on Solasta.
No humans either. Then, the rift opened. Some say it was a magical accident, or the work of an evil god. No one knows for sure. The cataclysm destroyed the old High Elf Empire. Manicallon, they called it, and twisted the land beyond recognition. Now, only the brave and the foolish go there, in search of ancient treasures. But something is happening deep in those Badlands. Whatever it is, it can't be good. Wir schreiben das Jahr 1024 nach dem Kataklysmus und die Schreckensländer haben sich zu neuen Staaten gebildet und trachten nach dem dortigen Schätzen. Eine kürzlich entdeckte Straße bietet sicheres Gebiet, sicheres Geleit vom Fürstentum Masgard in das verwüstete Herz des Reiches und stört dabei das Machtgleichgewicht. Der alte Rat wurde gegründet, um sicherzustellen, dass dieses Wissen geteilt wird. Er ruft Agenten dazu auf, die Schreckenslande in seinem Namen zu erkunden. Abenteuer strömen nach Skerflen, der Hauptstadt des Fürstentums und Heimat des Rates. Viele Fremde treffen sich im Fass des Grabwächters. Ich glaube, das ist die Schenke, in der das gleich losgehen wird, das sich in der Nähe des Ratssitzes befindet. Übrigens hier in diesem Menü, in diesem Bildschirm, ist übrigens klicke oder drücke eine beliebige Taste, um zu starten, funktioniert dann nicht mehr. Hier müssen wir dann wirklich diesen Button drücken. Ja, das ist so ein bisschen. Naja, das ist halt so, ne? Muss man halt jetzt mitleben. Das Spiel ist trotzdem vielleicht, also es hört sich zumindest gut an. Ich weiß nicht, wie es ist. Wir spielen das jetzt zum ersten Mal. Aber. Also ein bisschen reingeguckt habe ich schon, ne? Also. Zum Beispiel, dass das Intro mega laut ist, das wusste ich schon, weil ich das ja mal getestet habe. Dass wir da eventuell gleich noch ein Tutorial erleben werden von jedem Charakter einzeln, das habe ich auch schon mal probiert. Aber mehr auch nicht. This beer tastes like donkey piss. Not that I'm complaining. Is this the place for the Legacy Council job? Hope I'm not too late. Ran into a bit of trouble on the way here. Sit, relax. Perhaps you'd enjoy a pint of this obnoxious ale. If you're here for the council job, get in line. Though if this Lord Caron doesn't show up soon, I might go looking for him. Another round, barkeep. Four of your finest flagons of donkey piss, please. Looks like you've been waiting here a while. Indeed. You mentioned something about some trouble. Would you care to elaborate? Well, I was making my way here when three bandits leapt from the bushes with crossbows. They dragged me off to some decrepit prison and tossed me in a filthy cell that smelled of rat piss. Don't know what was holding the place up. Ich muss schon sagen, das passt irgendwie nicht so ganz, dass der eine Elf da, den ich super alt gemacht habe, dann auf einmal über das Bier wie Ratten, also wie hier Eselpisse dann irgendwie redet. Das passt eher zum Zwerg, aber ich kann das halt nicht steuern. Also ich kann nicht sagen, welcher Charakter jetzt genau für diese Szene ausgewählt wird. Das macht das Spiel automatisch. Das ist leider ein bisschen blöd. Deswegen, ja, müssen wir jetzt damit leben, dass manchmal ein bisschen weirde Kombinationen vom Spiel dann ausgewählt werden. So, wir sind jetzt zumindest jetzt im ersten Tutorial von dem Zwerg. Also es ist egal jetzt, was, also wer sagen will, es ist völlig egal, jetzt was für ein Charakter wir jetzt in diesem Bereich jetzt haben. Das Spiel erklärt uns quasi die Grundmechaniken des Spiels mit den jeweiligen Charakteren. Egal welche Klasse oder Rasse er jetzt hat.
Und das UI sieht ein bisschen rudimentär aus, muss man natürlich dazu sagen. Ne? Also wir haben hier oben den Verlauf, dass alles so passiert ist, da kann man das nochmal nachlesen. Wir haben hier einen Kompass, wir haben da unten noch eine Zeit stehen, wir können das Spiel mit dem Button pausieren. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Das Ding ist, dass im Kampf eh sowieso alles rundenbasiert ist. Und dann haben wir hier noch so ein paar Sachen. Es wird uns aber alles erklärt, wie das ganze Menüsystem und das Schleichensystem und Kraft einsetzen und kämpfen und sowas, wie das alles funktioniert. Das wird uns alles erklärt. So, mit WASD kann man die Kamera übrigens bewegen. Das ist immer sehr gut, weil man dann nicht immer mit der Maus das machen muss, weil ich ja auch immer gerne das Spiel im randlosen Fenstermodus spiele und dann es immer mal sein kann, dass wupp, ich mit der Maus aus dem Fenster raus switche. Ne, aber man kann mit der Maustaste die Kamera drehen. Dann mit der Maustaste kann man sie auch bewegen, das ist also auch möglich. Man kann das auch so mit der Maus machen. Und man kann auch einen Rahmen ziehen, wie man es so kennt, damit man mehrere auswählen kann. Das ist jetzt momentan noch nicht so wirklich wichtig, weil wir nur mit einem unterwegs sind. Aber wenn wir später mit mehreren unterwegs sind, kann man einen Rahmen ziehen und dann hat man eben mehrere ausgewählt. Ja, das ist im Kampf auch wiederum nicht so wichtig, weil im Kampf steuert man jeden einzelnen in der Runde. Ne? Rundenbasiert kennt man ja, wer Divinity Origin of Sin kennt, zum Beispiel. Das ist da so sehr ähnlich. So. Charakterauswahl und Bewegungsgrundlagen. Wähle einen Charakter aus, indem du die 3D-Ansicht auf den Charakter oder das Charakterporträt klickst. In der 3D. Also die 3D-Ansicht, da wird immer quasi, weil es ja ein Pen Paper. Das, im normalen Pen Paper wird ja nicht irgendwie, gibt es kein 3D. Aber hier gibt es halt 3D, deswegen die 3D-Ansicht ist quasi das Spiel. Und die ganze Gruppe auszuwählen, drücken die alle. Was? Alle? Ich habe aber kein alle. Okay. Achso, alle auswählen, Schaltfläche unter dem Porträt. Achso. Du kannst auch ein Rechteck um ein oder mehrere Charaktere ziehen, um sie auszuwählen. Das habe ich eben gerade gezeigt. Um sich zu bewegen, klickst du links auf das Ziel. Wenn du mit der Maus über ein gültiges Ziel fährst und eine runde Markierung angezeigt wird, dann läuft er dahin. Bei ungültigen Zielen erscheint ein Verbotszeichen. Um die Kamera zu drehen, das habe ich ja eben gerade schon gezeigt, ne, mit der einen Maustaste kann ich die Kamera drehen oder mit den Pfeilen, die unten sind, da kann ich das auch machen. Mit WASD kann ich die Kamera bewegen. Und wenn ich hier scheinbar W drücke, dann fokussiere ich mich auf meinen Charakter. Okay. Also wenn ich jetzt hier W drücke, dann... okay. Funktioniert es eben nicht. Oder Doppel-W? Ja, irgendwie nicht. Na egal. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. So. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Vielleicht haben wir ja hier... was zu mitten. Nee, wir können hier hin. Aber hier sieht man hier zum Beispiel so ein X, das heißt also, hier können wir nichts machen. Wenn wir hier was machen, keinen Weg zum Zielort, okay. Wenn wir hier zum Beispiel eine Tür haben und wir hier reinklicken und theoretisch die Tür öffnen können, dann kann es sein, dass wenn wir hier reinklicken, der Charakter automatisch weiß, so, okay, davor gibt es eine Tür, ich muss erst die Tür öffnen, ich kann das, also öffne ich zuerst die Tür. Ne? Also da wird quasi, wenn man hier reinklickt, dann noch einen Schritt davor gleich auch mit hinten dran gehängt. Also, da so intelligent ist das Spiel dann schon. Tagebuch. Klicke auf das Tagebuch, auf die Tagebuch-Schaltfläche, um das Missionslogbuch zu öffnen. Hier erfährst du oder erhältst du weitere Informationen über das aktuelle Ziel und nützlichen Kontext. Das Tagebuch erhält mehr Informationen als nur das Missionslogbuch. Das Missionslogbuch, dann das Logbuch enthält das aktuelle Ziel, an das du abschließen musst, um die Mission voranzubringen. Du kannst auch weitere optionale Ziele haben. Im Logbuch erhältst du auch Hinweise und Hintergrundinformationen, und deine Mission besser zu verstehen. Hier werden alle deine Erfolge und deine Erfolge und Misserfolge aufgezeichnet. Das war schön, dass ich dann auch sehen kann, was ich so alles verkackt habe. Ihr Tagebuch. Da sehe ich dann, ja, das mit der Schließen-Schaltfläche so ein bisschen blöd gemacht. Also der Button ist halt kleiner als die Länge des Wortes. Wir müssen aus dem Gefängnis entkommen. Ich glaube sogar, dass es... Gibt es nicht auch so ein ja, genau, hier unten steht das ja auch nochmal. Also meine aktuelle Mission hier unten. Da kann ich auch nochmal raufklicken.
Genau. So, jetzt wissen wir das auch. Hier kann ich wieder nicht durch. Hier kann ich auch nicht durch. Aber ich kann hier... Ups. Das ist ein bisschen blöd. So, ich kann aber hier lang. Kriechen. Klicke auf die andere Seite, um durch das Loch zu kriechen. Wenn du die Kamera drehst, kannst du eine bessere Sicht auf die andere Seite erhalten. Drücke Q bzw. E und bewege die Maus, während du die linke Maustaste gedrückt hältst. Auf dem Weg zum Ziel wird dein Charakter je nach Bedarf automatisch in die Knie gehen, kriechen und wieder aufstehen. Ein Charakter zentrieren. Nachdem du die Kamera bewegt hast, um die Umgebung zu untersuchen, kannst du sie auf einen Charakter zentrieren, um ihn und ihn folgen. Doppelklicke entweder auf das Porträt des Charakters oder drücke die Tabulator-Taste, wenn du den Charakter steuerst. Achso, ich kann quasi Tab drücken, dann zentriere ich ihn. Und dann ist die Kamera auch wirklich immer drauf. Wenn ich dann aber... Achso, okay, wenn ich dann so Tab drücke, dann ist die Kamera immer auf ihm drauf. Und folgt ein. Wenn ich dann aber einmal kurz die Kamera bewege, dann ist es wieder eine freie Kamera. Okay. Aber hier hat man auch gesehen, hier sind zum Beispiel auch, werden auch Pfeile angezeigt. Aber hier sieht man zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hinklicken würde, dann weiß das Spiel, okay, um dahin zu kommen, muss ich durch so einen kleinen Gang kriechen. Das heißt, den Command zu kriechen, hänge ich automatisch noch ran. Ne? Also das Spiel denkt soweit schon mit, dass es manche Aktionen einfach automatisch noch mit drin ranhängt, wenn es halt sein muss. Ja, also ich klicke jetzt einfach mal hier hin und dann weiß das Spiel, okay, gut, ich muss kriechen. Dann kriegt er. Und dann steht er wieder auf. So. Also das macht das Spiel komplett automatisch. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Gehen wir mal weiter. Interaktive Elemente hervorheben. Halte die Alt-Taste gedrückt, um verschiedene interaktive Objekte wie Türen, Truhen und so weiter hervorzuheben. Also wenn ich jetzt hier die Alt-Taste gedrückt halte, dann werden so ein paar Sachen hervorgehoben. Hier hat man auch noch mal so ein bisschen so ein Leuchten, aber mit der Alt-Taste kann ich das noch mal ein bisschen mehr sehen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Option, so einen Button gibt oder so eine Option gibt, das automatisch immer die ganze Zeit hervorgehoben zu haben, aber ja, müssen wir mal sehen. So, zumindest ich kann hier das benutzen. Und dann habe ich hier drin so eine Fackel. Light is with us. Rüstet ja auch sofort scheinbar aus. Und jetzt habe ich eine Fackel in der Hand. Das ist ein bisschen heller, das ist ganz schön. Sehen wir ein bisschen mehr. Interaktive Elemente. Hervorgehobene Elemente sind interaktiv. Der Mauszeiger gibt an, welche Aktion ausgeführt werden kann. Öffnen, stoßen, aktivieren, Schloss knacken, etc. Wenn eine Aktion das Würfeln erfordert, wird der Schwierigkeitsgrad angezeigt. So, das heißt doch, dass wir wahrscheinlich bei der Sache sogar würfeln müssen, oder? Nee, noch nicht. Okay. Kriegt durch. Jetzt hier abgeschlossen, alles klar. Wir haben den Weg raus aus der Höhle, wir haben den Weg aus dem Gefängnis gefunden. Jetzt müssen wir noch die Höhle verlassen. So. Klettern und springen. Klicken die auf das Ziel, um zu klettern oder zu springen. Je nach Stärke des Charakters und Übung in Athletik kannst du zwischen 2 und 5 Feldern weit springen, klettern. Du kannst immer über 2 Felder springen, 3 Felder hinunterspringen oder und ein Feld hochklettern oder problemlos über einfache Oberflächen wie Leitern oder Seile klettern. Sprungdistanz. Oben ein Charakter mit Stärke unter 15 und ohne Übung in Athletik kann nicht weit genug springen, um die Truhe zu erreichen. Also der hier. Unten ein Kämpfer mit Stärke 15 bis 20 kann über 3 Felder springen. Ein Charakter mit Stärke 11 bis 14 und Übung in Athletik kann das ebenso. Also es hat
mit den Sprungen und so weiter und so fort hat sehr viel aus, also die Punkte in den jeweiligen Bereichen zu investieren, hat sehr viel Auswirkungen darin, auch wie weit man springen kann und welche Objekte man erreichen kann und was nicht. Alternative Wege. Generell ist es schwierig, ist der schwierige Weg immer offen für Charaktere ohne besondere physischen Fähigkeiten. Allerdings ist optionale Beute manchmal schwer zu erreichen. Doch gib nicht auf, vielleicht findest du einen anderen Weg. Diese Truhe. Also was das Spiel halt einfach meint. Ich kann jetzt nicht von hier nach dahin springen. Das. Oh doch, das funktioniert. Okay. Okay, das konnte der Tutorial-Typ nicht. Der ist scheinbar stark genug, dass er das kann. Das wusste ich jetzt nicht. Das. Naja, gut. Also ich könnte das. Scheinbar. Aber wenn ich das nicht könnte, dann könnte ich hier auch einfach außen rum. Also das funktioniert auch. So, haben wir noch einen Trank gefunden. Ein Weg zum Zielort. Warum kein Weg zum Zielort? Kann ich die Truhe irgendwie weg? Achso. Nee, ich kann da nicht hin. Ich kann das... Nee, das funktioniert nicht. Ja, dann springe ich wieder zurück. Das kann er ja. Aber wie man sieht, das machen die Charaktere alles automatisch. Wenn ich jetzt irgendwo hinklicke und dann, ne, dann führen sie die jeweilige Aktion, die sinnvoll ist, um dahin zu kommen, dann aus. Ne? Wie man hier sieht. So, das ist auch ein interaktives Element hier. Machen wir mal zack. Und dann hätte ich hier so eine Brücke quasi gebaut. Für diejenigen, die hier nicht rüber können, die hätten dann hier eine Brücke. Also quasi einen anderen Weg, um dann auch dahin zu kommen, wo man hin will. Zum Beispiel. Muss ich es in dem Sinne hier sowieso machen, weil ich kann ja von hier nicht dahin gehen und dann die Abkürzung, das funktioniert irgendwie nicht, weil der Weg versperrt ist. Aber... Naja, so. Zumindest hier kann ich durch. Hier ist noch eine... Was? Ah ne, die Truhe ist auf der anderen Seite, ne? So. Oh, da haben wir Banditen gekillt. Hier kann man ein bisschen runter, ne? Ja. So, hier looten wir nochmal ein bisschen. Plündern und Inventarverwaltung. Klicken wir auf eine Truhe oder einen anderen Gehälter, um ihn zu plündern. Alles, was du trägst, hat Einfluss auf deine Gewichtsleistung. Also gib Acht, dass du nicht deine Gewichtsgrenze überschreitest, sonst wirst du stark verlangsamt. Ausrüstung und Lichtquellen müssen sich in den entsprechenden Plätzen befinden, damit du sie benutzen kannst. Stapelbare Gegenstände. Manche Gegenstände lassen sich im selben Inventarfeld stapeln. Die maximale Anzahl hängt vom Gegenstand ab. Um einen Stapel aufzuteilen, ziehst du ihn auf ein leeres Feld, während du die Umschalttaste gedrückt hältst. So erhältst du eine Einheit aus dem Stapel. So, hier ist das mit der Gewichtsleiste. Also leichte Einschränkung, also leichte Belastung ist noch so ein bisschen in Rahmen, würde ich mal sagen. Da muss man aber aufpassen. Zu schwer ist schon richtig hart, vor allen Dingen, weil dann manche Angriffswürfe scheinbar auch noch benachteilt werden. Untergrundausrüstung und so. Ja, hier unten haben wir dann noch ein paar Sachen, die wir hier mitnehmen können. Das ist scheinbar irgendwie Geld. SM, 4SM. Dann haben wir hier noch Rationsbeutel und das ist ein Pfeil. Ist jetzt für uns momentan noch nicht so... Doch, wir haben ja eine sekundäre Armbrust. Stimmt, genau, wir haben ja eine Armbrust. Da machen Pfeile natürlich Sinn, dass wir die haben. So. Kann ich die theoretisch jetzt hier ausrüsten? Also irgendwie... kann ich da jetzt sagen... nee, kann ich nicht. Wir können hier auch so, zack, und dann kann ich sie so teilen, ne? Also das geht auch hier. Aber, okay, dann verwendet er wahrscheinlich automatisch Pfeile.
Ich muss den nicht so manuell reinladen. Übrigens, in dem Menü kann man auch nochmal so ein bisschen über den Charakter selbst erfahren, was wir hier so alles ausgewählt haben. Hier, ne, was wir hier so alles in Fähigkeiten und so weiter und so fort ausgewählt haben. Herstellungsoptionen und unser Zauber und sowas alles. Das wird uns aber alles auch nochmal erklärt, denke ich mal. Weil jetzt hier nur die rudimentäre Steuerung. Wir haben hier ein Gegenstand, ist in dem Menü noch mit drin. Die Truhe haben wir schon gelootet. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Können wir nichts machen, da können wir nicht hin, okay. Nice move, that trick with the wall. Glad you're no worse for wear. This council needs to get organized. They have no right to keep us waiting like this. Have another ale. It's not like you have anywhere better to be. Well, let me tell you my story then. I too was accosted on my way here, but I faced my foes head on. So, what are you waiting for? Spit it out, why don't you? Ich finde, die Stimme passt irgendwie doch zu dem alten Typen, den wir erstellt haben, weil da war ja immer noch so ein bisschen die Combination, was ist jetzt mit der Stimme los und so. Ein Kampf beginnt! Es wird gewürfelt, wer früher anfangen darf. Ja, jetzt sind wir im Kampf. Aber das machen wir beim nächsten Mal. So, jetzt sind wir ja bei unserem... Ich glaube, das ist unser Mensch, ne? Zumindest werden wir jetzt beim nächsten Mal ein bisschen mehr übers Kämpfen erfahren. Der auch ganz, ganz spannend sein kann. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.